Hallo, wie angekündigt kommt hier Teil 2 der Sardinien-Rundfahrt im Camper. Wir befinden uns immer noch im Norden der Insel und fahren von der Nordwestküste Costa Paradiso ganz in den Norden nach Santa Teresa di Galura und danach geht es weiter entlang der wunderschönen Küste der Costa Smeralda. Wie immer werde ich euch die Informationen zu den einzelnen Stellplätzen in der Videobeschreibung verlinken. Mein Name ist Hans und ich wünsche euch viel Spaß beim nachfolgenden Video. Hier nochmal ein Blick auf unsere Gesamttour. Wir sind in Olbia gestartet, dann nach Westen gefahren und dann im Wesentlichen einmal im Uhrzeigersinn um die Insel herum. In diesem Clip geht's also um den Norden der Insel. Von der Costa Paradiso aus fuhr ich zunächst an die Cala Sarena, machte dann einen Stopp in Vignola Mare und schaute mir danach sehr ausführlich Santa Teresa di Galura an. Abschließend geht es dann über Porto Pozzo und die Isola di Gabbiani in Richtung Palau. Von der Costa Paradiso ist es nur ein kurzes Stück zum Badestrand von Cala Sarena in der Nähe des Gehöfts Greuli. Die Zufahrt ist schmal und teilweise steil, aber auch für größere Womos durchaus machbar. Man findet eine kleine Badebucht mit einem Strandcafé und 200 Meter entfernt gibt es noch ein Restaurant, das allerdings Mitte Juni noch geschlossen war. Zwei Camper standen auf der recht schrägen Zufahrt zum Strand und haben augenscheinlich dort übernachtet. Ich fuhr dann weiter nach Vignola Mare und wollte mir aber auf halbem Weg Portobello noch anschauen und das liegt da. Eine Besichtigung war aber nicht möglich, da das alles Privatgelände ist, also fuhr ich weiter nach Vignola Mare. Vignola Mare ist ein typischer Badeort für Touristen. Es gibt eine Vielzahl von Campingplätzen und Wohnanlagen, darunter auch ein sehr schöner Camperstellplatz, dann zwei Reihen von Gebäuden direkt am Strand, die Shops, Cafés und Restaurants beherbergen und natürlich einen sehr weitläufigen, sauberen und einladenden Sandstrand. Nach einer Nacht auf dem wirklich empfehlenswerten Stellplatz Oasi Galura ging es weiter nach Norden. Santa Teresa ist die nördlichste Stadt Sardiniens und liegt nur etwa 15 Kilometer von den Kalkklippen Bonifatios und der Südspitze Korsikas entfernt, die wir im Hintergrund im Bild erkennen können. Die Stadt kann zwar nicht mit Kulturschätzen des Altertums aufwarten, aber die imposanten Gesteinsformationen ihrer Küstenregion, die wir noch sehen werden, die herrlichen Strände, das windumtoste Capo Testa und der langgezogene Naturhafen, den wir hier sehen, mit den vielen großen und kleinen Segelschiffen und Yachten, locken vor allem im Sommer mehr und mehr Touristen in die Stadt. Der geschützte Hafen ist natürlich auch der Ausgangspunkt der Fährschiffe, die für eine regelmäßige Verbindung zur Insel Korsika sorgen. Die Stadt wurde in der Tat erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts von König Vittorio Emanuele I. gegründet und planmäßig angelegt. Das spiegelt sich auch in den schnurgeraden Straßen, die exakt im rechten Winkel zueinander verlaufen, wider. Untergekommen sind wir im neu angelegten Stellplatz Bonavide, ca. 3 Kilometer vom Zentrum entfernt und mitten in der Natur gelegen. Der Stellplatz wird von Marco betrieben, der fließend Deutsch spricht. Er besitzt auch ein italienisches Restaurant in der Stadt und ist sehr nett und hilfsbereit. Die Sanitäranlagen sind sehr einfach und rustikal, aber sauber. Es ist alles vorhanden, einschließlich Ver- und Entsorgung. Ein Ausflug auf die Westseite von Santa Teresa lohnt sich. Hier in Santa Reparata findet man viele kleine Ferienhäuser, die sich in den Hang schmiegen, alle mit Blick auf das türkisblaue Mittelmeer. Über eine enge Landzunge geht es dann weiter nach Westen zum Capo Testa. Der Weg zum Kap ist gesäumt von beeindruckenden Granitfelsformationen und kleinen Buchten, die nahezu karibisches Flair vermitteln.
Das Kap selbst ist eine bizarre Granitwildnis, durchsetzt mit windzerzaustem Macchia-Gestrüpp. Überragt wird das Kap vom ehemaligen Leuchtturm, der auf einem Felsen innerhalb eines eingezäunten ehemaligen Sperrgebietes thront. Zurück in Santa Teresa haben wir uns dann noch den spanischen Küstenwachturm Torre di Longosardo aus dem 16. Jahrhundert angeschaut, der im Norden der Stadt liegt. Von hier aus sieht man auch den Stadtstrand und die Küstenlinie mit der Insel Korsika am Horizont. Beim Blick auf die Hafeneinfahrt und die Straße von Bonifacio fällt mir noch ein, dass die Gewässer hier ein hervorragendes Tauchrevier sind. Falls euch das interessiert, wendet euch bitte an das Blue Dive Center von Freddy und Serenella in Santa Teresa, die eine sehr gut geführte Tauchbasis mit täglichen Tauchfahrten anbieten. Zum Abschluss unseres Aufenthalts hier schauten wir uns noch diese kleine Kapelle an. Beeindruckender als das Kirchlein selbst fanden wir aber die uralten und knorrigen Olivenbäume mit Stämmen von mehreren Metern Umfang, die in der Umgebung der Kapelle stehen. Nach der wirklich umfangreichen Erkundung von Santa Teresa gab es dann einen kurzen Abstecher nach Porto Pozzo. Das ist ein kleiner Ort mit einem Yachthafen, einem ausgedehnten Sandstrand mit ein paar Restaurants, nur etwa 10 Kilometer von Santa Teresa entfernt. In einem Strandrestaurant sitzend genoss ich ein leckeres Vongole-Gericht und schaute mich dann noch etwas in dem wenig spektakulären Ort um. Wir verbrachten auch eine Nacht auf dem Campingplatz der kleinen, nur durch eine kurze Dünenstraße mit dem Festland verbundenen Isola di Gabbiani, die ein Windsurferparadies ist. Unser Stellplatz dort war schräg, die Sanitäranlagen wirkten vernachlässigt und der Platz war völlig überteuert. Offenbar zahlt man für die schöne Umgebung. Die Region um die Spiaggia delle Piscine ist ein wildromantisches Ensemble aus grauen Granitblöcken, sattgrüner Macchia und blauem, klarem Wasser. Das Ganze liegt am Ende eines kleinen Sträßchens etwas abseits von den Haupttouristenströmen und wirkt auch in der Saison nicht überlaufen. Ich parkte ganz allein auf dem recht großen Parkplatz oberhalb der Küste und verbrachte dort eine wirklich ruhige Nacht. Thank you.
Zu dem kleinen Strand mit flachem Wasser muss man ein paar Meter herunterkrabbeln, um zu baden und die Aussicht zu genießen. Mit zwei Zwischenstopps über die Spiaggia Sotto Porto Raphael und das Fort Monte Altura ging es dann weiter nach Palau. Vom Parkplatz unterhalb des Forts hat man einen sehr guten Ausblick auf die Maddalena-Inseln links oben und die Stadt Palau, die rechts im Hintergrund ins Bild kommt. Auf dem kleinen Parkplatz im Bildvordergrund haben wir eine Nacht direkt am Meer verbracht. Die Anfahrt über den engen, holprigen Feldweg war aber für unseren Kastenwagen eher grenzwertig. Die Mühe wird aber mit diesem herrlichen Strand entlohnt. Das mächtige Fort aus dem späten 19. Jahrhundert war Teil einer groß angelegten Verteidigungslinie an der Nordküste Sardiniens, die den jungen Staat Italien vor Frankreich schützen sollte, das ja nur wenige Kilometer nördlich beginnt. Palau liegt eingebettet in einer sehr reizvollen Landschaft gleich gegenüber des nahen Maddalena-Archipels. Dank der geschützten Lage besitzt es einen riesigen und sehr geschäftigen Yachthafen gleich im Stadtzentrum. Die Stadt hat sich zu einem Touristenzentrum entwickelt und so verwundert es nicht, eine Vielzahl von Touristen zu sehen, die auf einem der zahlreichen Ausflugsbooten das Archipel erkunden wollen. Das Maddalena-Archipel kann man allerdings auch mit einer der Autofähren erreichen, die vom Hafen von Palau aus im engen Takt zwischen den Inseln verkehren. Mit diesen Bildern endet der Teil 2 des Berichts über Sardinien. Im nächsten Video geht's weiter nach Osten und dann entlang der Ostküste der Insel nach Süden. Zunächst aber vielen Dank für euer Interesse. Bei Gefallen könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren, um keinen der folgenden Filme mehr zu verpassen.